Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ja, ich dachte, in diesem Video probiere ich mal was Neues. Ich bestelle heute bei AliExpress. AliExpress ist ein chinesischer Online-Shop, bei dem es günstige Sachen zu kaufen gibt, vor allem auch Disney-Sachen. Da dachte ich mir, bestelle ich aus allen möglichen Kategorien verschiedene Sachen, zeige euch dann, wenn die Sachen hier ankommen, wie die Qualität ist, wie die Sachen aussehen. Ich mache auch ein paar Vergleiche zu sehen. Ich habe einige Sachen auch schon hier. Ich habe mir auch schon ausgesucht, was ich bestelle. Das zeige ich euch jetzt auch, was ich schon im Warenkorb habe. AliExpress ist ein chinesischer Online-Shop, bei dem es günstige Sachen zu kaufen gibt, auch vor allem Disney-Sachen. Da dachte ich mir, bestellst du einfach mal aus allen möglichen Kategorien einige Sachen und ich möchte euch dann zeigen, wenn sie dann angekommen sind, wie die Sachen aussehen, wie die Qualität ist, ob ich nochmal bestellen würde. Ich mache auch Vergleiche, da ich einige Sachen auch schon, also die Originale hier habe, da mache ich so einen Vergleich, wie die Sachen dann aussehen im Verhältnis zum Original. Und ich zeige euch jetzt, was ich alles bereits in meinem Warenkorb habe. Ihr seht jetzt hier, was sich alles in meinem Warenkorb befindet. Ich habe ja auch vorher schon bei Instagram eine Umfrage gemacht, da habt ihr abgestimmt. Ihr wollt hauptsächlich Ohren und Taschen sehen von AliExpress, wie die Qualität ist. Genau, also jetzt seht ihr hier den Warenkorb. Ich habe einen Schlüsselanhänger, also so einen Jahreskartenhalter bestellt mit Minnie Maus. Eine Tasche mit Mickey und Mickey in rosa-weiß, da bin ich sehr gespannt drauf. Dann drei Masken mit Baby Yoda drauf, meinem Liebling. Dann habe ich zwei verschiedene Paar Stoffe bestellt. Daraus kann man dann auch schöne Ohren nähen oder ja, Masken, wenn man sie dann noch braucht. Was habe ich noch bestellt? Oder was habe ich noch in meinem Warenkorb? Genau, so eine Umhänge-Bauchtasche mit Mickey Mouse in schwarz. Ein Moana-Kleid. Ja, hier seht ihr jetzt nochmal das die Bauchtasche in groß. Finde ich sehr schön vom Bild her. Dann ein Moana-Kleid. Da, das möchte ich mir hauptsächlich für ein Run Disney-Event habe ich mir das bestellt, um zu schauen, wie es aussieht. Da gibt es auch alle möglichen Varianten von Kleidern. Hier seht ihr jetzt auch nochmal das Moana-Kleid in groß. Also auf dem Bild her bin ich sehr gespannt. Bei AliExpress muss man also, bei chinesischen Größen muss man immer das Größte bestellen. Also ich habe jetzt, glaube ich, XL bestellt. Genau, ne, L. Dann einmal Steamboat Willie, ist auch noch in meinem Warenkorb. Da habe ich ja das originale Lego-Modell hier. Da möchte ich einen Vergleich machen, aber in einem separaten Video, wie das Lego-Modell zum Vergleich, also das Original-Lego-Modell zum Vergleich zum AliExpress-Modell aussieht. Und dann habe ich noch zum Schluss ein Fake Pandora-Armband bestellt in Rot. Da bin ich auch mal gespannt, da habe ich auch einige Charms hier, die Original-Pandora-Charms, wie die aussehen. Das habe ich, glaube ich, einmal in Schwarz und in Rot bestellt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe zwei Größen bestellt. Dann habe ich noch einen Jahreskartenhalter bestellt für meine Jahreskarte für Disneyland Paris in Minnie Maus Optik. Dann natürlich, wie gewünscht, Ohren. Da habe ich mir diese zwei Paar ausgewählt. Da ich einmal das Original, diese Ariel-Ohren, habe ich das Original hier. Da möchte ich gerne vergleichen, wie das Original zum Fake aussieht. Und auch einmal diese Minnie-Maus-Punkte-Ohren. Die haben mir, also das Original gefällt mir schon sehr gut. Und da bin ich mal gespannt, wie dann die Ohren in echt aussehen. Es gibt noch so viele schöne andere Ohren bei AliExpress, aber ich bestelle erstmal nur die zwei. Und da bin ich gespannt, wie die aussehen. Und wenn sie wirklich gut sind von der Qualität, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal dort bestellen. So, und jetzt heißt es warten, weil die Lieferungen von AliExpress können zwischen 2 und 6 Wochen variieren. Das heißt einfach jetzt warten.
So, endlich sind meine AliExpress-Sendungen alle angekommen. Es hat etwas gedauert. Ich hatte bestellt Anfang Mai und wir haben jetzt schon fast Ende Juli und ich glaube vor eineinhalb Wochen oder zwei Wochen kamen die letzten Sachen an. Und ja, so lange habe ich gewartet. Was am schnellsten ankam, waren überraschenderweise die Ohren. Ich glaube, die haben nur zwei Wochen gedauert, bis die ankamen. Und am meisten bin ich überrascht von den Ohren. Also ich bin wirklich begeistert, habe mir auch in der Zwischenzeit noch ein paar mehr Ohren bestellt, die ich euch gerne hier noch dann zusätzlich zeigen wollte, weil ja, ich habe sie halt. Und genau, also fangen wir erstmal an mit den Ohren, die ich bestellt habe. Ihr habt ja im Intro gesehen, welche Ohren ich mir bestellen wollte. Und ja, das ist das Ergebnis. Das ist das erste Paar, was ich mir bestellt habe. Das habe ich ja noch nicht gehabt. Und das Paar Ohren gab es, glaube ich, in Walt Disney World, in Florida und ich weiß auch nicht, wo es, aber auf jeden Fall nicht in Paris. Und ja, ich wollte sie unbedingt haben, weil ich sie sehr schön finde. Und ich muss sagen, die haben sogar ein Originaletikett dran. Da steht Disney Parks dran. So, jetzt ist die Frage, was wir uns, also mit meinen Freunden, was wir uns gestellt haben, ob die wirklich gefälscht sind oder einfach vom LKW gefallen sind. Die werden ja in China produziert. Vielleicht ist es einfach aus der Fabrik, weiß ich nicht, Fehlbestellungen oder Fehlproduktionen. Man weiß es nicht. Was ich bei dem, also bei den Ohren jetzt das Problem war, ist, dass die Blume immer abgefallen ist. Die habe ich dann mit Heißkleber festgeklebt. Ich weiß nicht, ob das bei den Originalen dann auch der Fall war. Auf jeden Fall sehen sie für mich sehr original aus. Auch die anderen Ohren, die ich noch bestellt habe, zusätzlich im Nachhinein, sehen für mich sehr original aus. Aber dazu kommen wir gleich. Also das ist auf jeden Fall das erste Paar Ohren und ich bin ziemlich begeistert. Die Ohren kosten so im Schnitt 14 bis 16 Euro bei AliExpress. Also schon ein Ticken günstiger als in den Parks. Und ja, also für mich klare Kaufempfehlung. Dann das zweite Paar Ohren waren ja die Ariel-Ohren. Und da kann ich euch sogar den Vergleich zeigen. Muss ich erstmal auspacken. Moment. So, ich habe ja das Original. Jetzt muss man gucken, dass ich den nicht vertausche. Das ist das Original. Und das ist die Bestellung von Ali. Ich gucke es mir genauer an. Ich habe es wirklich noch, also ich habe es noch nicht verglichen. Aber für mich sehen die Ohren gleich aus. Also, ich darf sie nicht verwechseln. Also das sind, gut, ich habe meine auch geklebt, muss ich sagen. Ja, genau. Also meine Originalen musste ich sogar kleben, weil mir die Schleife immer so nach vorne gekippt ist. Und deswegen habe ich sie hier an den Ohren festgeklebt, dass die Schleife so schön sitzt. Das ist jetzt bei denen, klar, man muss die Schleife ein bisschen richten. Aber das ist bei denen jetzt nicht der Fall, muss ich sagen. Und ansonsten erkenne ich keinen Unterschied. Also man könnte jetzt sagen, okay, der lila Ton vielleicht ein Hauch, aber also für mich sehen das auch, also und die haben auch wieder dieses Etikett Disney Parks und das haben sie auch. Oder auch an der Seite steht dasselbe Mermaid Hair Don't Care. Also, achso, okay, jetzt ist ein kleiner Unterschied bei den Etiketten. Bei den Originalen, jetzt muss ich mal gucken, ob das wirklich die Originalen sind, steht Disney Parks und bei den, also mit so einem Schloss und so einem Kreis, schauen wir mal, ob wir das erkennen können. Und bei den AliExpress-Dingern steht halt Disney Parks, aber ein bisschen anders geschrieben. Aber trotzdem ist das Etikett, finde ich, genau dasselbe. Also fast. Und auch von der Optik. Ich erkenne keinen Unterschied. Und das, muss ich sagen, ist echt cool, weil es die Ohren halt nicht in Paris gibt, sondern nur in Florida und Tokio und, keine Ahnung, Shanghai. Und deswegen ist es echt eine schöne Möglichkeit, an solche Ohren zu kommen, die es leider nicht in Paris gibt. Und eine echt schöne Alternative. Und ja, ich hatte ja meine, wie gesagt, eben, also hatte ich ja eben erwähnt, noch geklebt, weil mir die Schleife immer so nach vorne gefallen ist. Und das hat die AliExpress-Version auf jeden Fall nicht. Also ich vermute wirklich, dass es originale Ohren sind, die in den Parks verkauft werden. Das sind vielleicht Überbestände vom LKW gefallen für euch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, an solche Ohren zu kommen. Jetzt zeige ich euch noch andere Ohren, die ich mir jetzt noch im Nachhinein
zusätzlich bestellt habe. Weil ich wirklich so begeistert war von der Qualität und auch von der Schnelligkeit vom Versand. Die anderen Ohren, die ich jetzt bestellt habe, kamen auch innerhalb von 2 Wochen an. Super, super schnell. Und zwar habe ich mir einmal hier diese Ohren bestellt. Die gibt es ja eigentlich nur in Tokio. Und ja, die gibt es nochmal in Rot mit Herzen. Aber ich wollte erstmal die weißen mit Herzen testen und gucken, wie sie aussehen. Und ich muss sagen, bin auch wirklich begeistert. Und hier ist auch das Schild. Ist ein bisschen ein anderes Schild. Aber steht auch Disney Tokyo Resort. Tokyo Disney Resort dran. Auch wirklich super, super schöne Ohren. Dann habe ich mir wirklich, also ich wollte die ja sehr lange haben, diese Lebkuchenohren. Ich weiß, es ist Juli, aber man kann ja nie früh genug anfangen, für Weihnachten einzukaufen. Und dazu muss ich sagen, die haben sogar noch ein Preisetikett dran aus Shanghai Disney Resort. Da steht 159, keine Ahnung, wie die Währung heißt, drauf. Also es ist wirklich noch ein Originaletikett dran und ja, steht auch wieder Disney Parks dran. Und ich muss sagen, ich liebe sie. Also wirklich schwer begeistert von diesen ganzen Ohren. Ich zeige euch jetzt nur kurz die anderen. Wir wollen das jetzt hier nicht so in die Länge ziehen. Die habe ich mir noch bestellt. Das sind Aulani Exclusive Ohren, obwohl hier auch noch Tokyo Resort dran steht. Dann hier diese roséfarbenen Ohren, da steht Best Day Ever an der Seite. Dann die Kirschblütenohren, die es auch noch in Tokio gab. Da ist die Schleife ein bisschen schepp, muss man ein bisschen zurechtzuppeln, aber die gab es auch nur in Tokio. Und dann noch dieses Paar Ohren. Genau, also ich muss sagen, bin schwer begeistert von. Von den Ohren von AliExpress. So, ich hatte ja damals die Umfrage gemacht und bei Instagram. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vergessen. Ich habe euch nicht vergessen, aber bei Ali ist es so, dass es teilweise wirklich sehr lange dauert. Und ja, am längsten gedauert hat eine Handtasche oder eine Bauchtasche. Die habe ich euch ja gezeigt. Ja, das ist das Ergebnis. Ich muss sagen, auf den Bildern sah sie riesig aus. Und jetzt in echt ist sie etwas klein. Ist das Ding hier schon rausgefallen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, auf den Bildern sah sie etwas anders aus, muss ich sagen, wenn ich noch ein Bild finde. Weil bei Ali ist es auch oft so, dass wenn man nochmal auf das Produkt geht, was man gekauft hat, dass es nicht mehr auffindbar ist. Warum auch immer. Falls ich noch ein Bild finde, blende ich es euch gerne nochmal hier ein, wie es wirklich aussehen sollte. Oder das chinesische Model war halt super klein und im Verhältnis sah die Tasche sehr groß bei ihr aus. Aber das ist die Bauchtasche mit Mickey Mouse drauf. Hier vorne steht Kuding Tu, was auch immer das heißt. Der Reißverschluss, ja, ist okay verarbeitet. Aber mal gucken, wie lange er hält im Endeffekt. Da bin ich mal gespannt. Also er hakt jetzt schon. Vielleicht auch, weil nichts drin ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es okay als Bauchtasche. Ja, ist okay. Also ich bin von den Ohren immer noch sehr begeistert von der Tasche. Die ist jetzt okay. Dann habe ich ja noch eine Tasche bestellt, die ihr gesehen habt. Und zwar die hier. Die sah für mich auf den Bildern auch viel größer aus, muss man dazu sagen. Und als diese Tasche ankam, also die hat hier, ich muss es mal auspacken, habe ich noch gar nicht. Huch. Ah ja, die hat zwei Henkel dabei. Einmal einen kleinen, der für mich sehr klein wirkt. Und der ist, oh, das habe ich gar nicht gesehen, der ist sehr dreckig. Der ist hier sehr dreckig und ich weiß nicht, wo ich ihn dranhängen soll. Also wenn ich das hier, ich mache das mal, ist ganz schön eng. Also das ist der eine Henkel, aber der ist sehr dreckig. Und dann gibt es hier diesen langen, den ich bevorzugen werde. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie tragen werde. Weil als ich diese Tasche ausgepackt habe, dachte ich, da wäre irgendwas verwesen. Die hat so gestunken, die Tasche. Also die andere nicht. Die hier hat extrem gestunken. Will gar nicht wissen, was da verarbeitet wurde, aber das war richtig eklig. Jetzt mittlerweile, sie liegt jetzt schon ein paar Wochen offen hier in meinem Zimmer rum. Ich habe sie ausgelüftet und mittlerweile geht's. Geht wirklich. Aber am Anfang dachte ich, das war richtig eklig, was da
für einen Geruch rauskam. Also das war nicht schön. Ansonsten, was kann ich zu der Tasche sagen? Sie ist okay. Ich mache jetzt mal den langen Henkel noch hier dran. So sieht das dann aus. Ich muss sagen, als Umhängetasche ist es schon okay. Also ich muss sagen, ich bin im Nachhinein mehr überzeugt von der Tasche als von der Bauchtasche. Aber dieser Geruch am Anfang war wirklich fies. Und das hat jetzt auch einige Wochen gedauert, bis es ausgelüftet war. Natürlich, dass hier dieser Griff nicht so sauber ist. Kann passieren bei Ali. Ja. Dazu muss ich sagen, ich habe ja auch euch gezeigt, dass es, ich das Steamboat Willie Lego-Set bestellt habe. Dazu kommt noch das Video zum Vergleich. Da ist aber auch passiert, dass mir Teile gefehlt haben. Das werdet ihr in dem Hauptvideo dann auch noch sehen. Kann ich aber kurz hier anreißen. Genau, mir haben Teile gefehlt, was mir beim Aufbauen dann aufgefallen ist. Und da war es wirklich kein Problem, den Verkäufer anzuschreiben, gesagt, hier die Teile fehlen. Er konnte mir natürlich nicht die einzelnen Teile zuschicken. Bei so großen Mengen geht das nicht. Er hat mir dann das Geld zurückerstattet und ich konnte es dann einfach neu bestellen. Und ja, das war halt der Fall bei Steamboat, bei dem Steamboat Willie Lego Set. Wenn ihr euch das interessiert und das Video bereits online ist, verlinke ich euch bei dem i. Schaut mal rein. Ich muss sagen, da finde ich, sieht man auch nicht wirklich. Also einen starken Unterschied. Ja, zurück zur Tasche. Also, sie ist in Ordnung. Also jetzt so im Nachhinein, wenn ich sie ausgelüftet habe, die Mickeys sehen auch in Ordnung aus. Nicht irgendwelche Krüppel-Mickeys, das hat man ja auch manchmal, dass da so richtige Krüppel-Mickeys drauf sind. Die Farbe mag ich auch und ja, vielleicht werde ich sie mal ausführen. Dann kommen wir zum Pandora-Armband. Da muss ich sagen, das ist ein wirklicher Fehlkauf. Also sowas Hässliches habe ich ja noch nicht gesehen. Ich mache euch ein Foto, damit ihr das richtig sehen könnt. Genau, das ist das Armband. Das kann man im Prinzip doppelt tragen am Handgelenk. Und da sind halt schon Pandora Charms dran gewesen. Ich glaube, das hat 7 Euro gekostet. Und ja, das sieht man. Also die Mini hier auf dem Armband, die hat so ein zerquetschtes Gesicht. Man erkennt es noch natürlich, aber es sieht schon sehr, sehr billig aus. Ja, also wahrscheinlich werde ich das Armband nicht tragen. Aber falls es jemand da draußen gibt, könnt ihr mir gerne über Instagram schreiben. Ich schicke euch das Armband gerne zu, weil, ja, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ansonsten, ja, also das muss ich, also Schmuck würde ich jetzt nicht nochmal bestellen. Das war eher so ein, war eigentlich nur so ein Test, um mal zu schauen, wie die Charms da aussehen. Aber ich bin nicht wirklich begeistert. Dann kommen wir zum Moana-Kleid, was ich mir bestellt hatte für die Run Disney. Also für Run Disney. Ich weiß, dass dieses Jahr nicht stattfindet. Aber ja, habe ich schon was vergessen. Es findet bestimmt nächstes Jahr statt. Und ja, ich werde es euch auch anziehen und euch dann unten zeigen. Und zwar, das ist das Kleid. Also ich habe das jetzt in L bestellt. Und auf den ersten Eindruck muss ich sagen, ist es ganz hübsch. Als Moana Bound. Genau, da unten habt ihr die Blumen. Oben das bekannte Muster. Und dazu habe ich noch eine Blume fürs Haar. Die fasst jetzt nicht so farblich, finde ich. Also so pink beißt sich ein bisschen mit dem Rot. Aber hey, dann war da noch ein Brustgürtel, Taillengürtel dabei. Also so einfach nur so ein Band. Und hier eine Kette mit, wie hieß der Stein nochmal bei Moana? Tahiti, Takiti, irgendwie, also die da suchen. Da ist auch jetzt hier eine Kette dabei. Die ist, okay, die ist sehr billig verarbeitet. Aber, also das ist sehr leicht hier. Das ist einfach Plastik. Also super billiges Plastik. Aber hey, als Kostüm muss ich sagen, zusammen wird das bestimmt gut aussehen. Und ja, das also für so Run Disney Events oder so, da gibt es ja auch andere Kleider als anderes Bound für ein Bounding, muss ich sagen, sind die Kleider echt gut. Aber bei den Größen, also ich würde immer die größte Größe bestellen, weil die chinesischen Größen auch immer sehr klein ausfallen.
Dann habe ich ja auch Jahreskartenhalter bestellt. Die Jahreskarte natürlich. Einmal hier der, ich muss immer dran noch mit dem hier. Was mir jetzt aber ein bisschen unpraktisch auffällt im Nachhinein, ist, dass das hier nicht doppelseitig ist. Ich habe es halt gerne doppelseitig, weil ich ja noch den Fotopass habe. Und es einfach einfacher ist zu handeln, wenn man also auf jeder Seite, auf einer Seite die Jahreskarte, auf der anderen Seite den Fotopass hat, ist es einfach praktischer. Ansonsten, ja, ich bastel das mal hier zusammen. Ansonsten ist es halt echt ein sehr schöner Anhänger mit hier mit Mini drauf, mit Clips hinten dran. Kann ich mir auch gut für meine Arbeit vorstellen, das da dran zu machen, für meinen Arbeitsausweis. Also da kann man nichts sagen, meckern. Und dann das zweite Ding. Vielleicht mache ich das dann an meine Jahreskarte dran wahrscheinlich, weil ich da schon eine Hülle habe. Und dann mal den Müll hier weg. Müll, Müll, Müll. Ich habe übrigens keinen Zoll bezahlen müssen. Bei keinem der Pakete musste ich irgendwie Zoll bezahlen oder so. Das ist ja auch, finde ich, nennenswert. Und ja, das ist der andere. Auch mit so einem Zug, mit Minikopf hinten auch eine Klammer. Und ja, da kann man jetzt hier im Prinzip das, was ich schon habe, dran machen. Ich glaube, das werde ich benutzen. Wofür ich das benutze, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann im Urlaub oder so. Aber die kosten ja nichts. Also ich glaube, das hat 1 Euro irgendwas gekostet und das irgendwie 80 Cent. Also die Dinger kosten ja wirklich nichts. Dann kommen wir zu meinen Baby-Yoda-Masken. Die habe ich noch nicht gewaschen. Und mir ist auch leider beim Öffnen ein Missgeschick passiert. Ich habe es aufgeschnitten, den Briefumschlag, und dann ist eine Seite mir, da habe ich durch eine Seite durchgeschnitten. Muss ich zusammennähen. Und zwar, ja, und das sind jetzt die Masken mit Baby Yoda. Also ich habe es jetzt noch nicht gewaschen, ich möchte es ja auch nicht so lange im Gesicht tragen, aber das ist schon mal sehr hübsch. Dann, das ist die zweite Maske. Also ich finde auch, die sitzen sehr gut. Haben auch kein Draht oben drin, aber sonst echt süß. Und die ist auch, oh, die ist echt süß. Hier die. Ich glaube aber, es ist Polyester. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber es fühlt sich nach Polyester an. Und ich glaube, wenn es 30 Grad draußen sind, schwitzt man sehr darunter. Wahrscheinlich nur für Fotos geeignet, nicht jetzt im Hochsommer mit 30 Grad draußen rumzulaufen. Aber es ist sehr süß, es steht Strong in me, Cuteness. Strong in me, Cuteness ist... Ach, für mich keinen Sinn. Egal. Sie sind auf jeden Fall sehr süß und ja, süß halt. So, kommen wir zu den letzten Artikeln, die ich bestellt habe, und zwar Stoffe. Und ich muss sagen, AliExpress hat auch super schöne Stoffe. Habe jetzt auch noch einen Ink and Paint Stoff bestellt. Den hole ich euch gleich noch. Auch im Nachhinein, weil ich wirklich die Stoffe... Also ich bin sehr begeistert von den Stoffen. Und ich nähe ja Ohren, Masken, Kleidung, alles mögliche aus Disney-Stoffen. Und ja, da habe ich mir ja 2 Stoffe bestellt und bin schon sehr begeistert. Das ist der erste Stoff, den ich bestellt habe. Das sind im Prinzip... Mickey Shape Sachen und dann mit verschiedenen Charakteren. Ich sehe hier Tigger, ich sehe die Herzkönigin, ich sehe Venelope, ich sehe, sehe ich denn hier noch alles? Die blaue Fee, also die gute Fee Stitch, Triton, also wirklich alle möglichen Charakteren in Mickey-Köpfen verarbeitet. Und es ist ein Baumwollstoff und ich muss sagen, ich bin wirklich schwer begeistert. Also daraus eine Maske mit passenden Ohren. Ich will ja auch mir jetzt irgendwann Tellerröcke nehmen, weil ich ja jetzt auch irgendwie auf so einen Tellerrock-Trip bin. Aber sehr schöner Stoff. Und der zweite Stoff, den ich bestellt habe, auch wirklich sehr, sehr hübsch, ist dieser hier. Ich will mal gucken, ob wie richtig rum es ist. Nee, falsch rum. So. Da habt ihr auch alle möglichen Charaktere drauf. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ist jetzt hier König der Löwen, Ariel, Schneewittchen, Baloo, Pinocchio, Alice, Bambi, also wirklich alle Peter Pan, alle möglichen Charaktere sind auch hier drauf und auch ein sehr, sehr schöner Stoff. Verhältnismäßig finde ich die Stoffe schon
teuer bei Ali, aber die sind auch sehr besonders. Also ich habe so Stoffe wirklich noch nie gesehen. Und ich zeige euch jetzt noch den Ink and Paint Stoff. Und dann war es das auch schon von meinem AliExpress Haul, AliExpress Bestellung. Moment. Genau, und das ist der Ink and Paint Stoff. Also ich habe ja den Jersey, ich habe ja die Ohren. Daraus eine Maske zu nähen, ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft, weil der Stoff sehr dick ist. Es ist, glaube ich, eher so ein Möbelstoff, würde ich jetzt sagen. Also man kann auch wahrscheinlich einen Tellerrock draus nähen oder Ohren. Aber als Maske wird es nicht geeignet sein, aber trotzdem, er ist wirklich, bin schon schwer begeistert von dem Stoff. Also ja, also Stoffdesign ist auch super, ist natürlich nicht ganz so günstig. Aber schon sehr, sehr besonders. Und wenn man dann auch noch nähen kann und sich schöne Sachen draus nähen kann. Ja, also meine Highlights sind wirklich die Stoffe und die Ohren. Tasche kann man auch mal probieren. Auch diese Run Disney Outfits kann man mal machen. Aber mein Highlight sind wirklich die Ohren und die Stoffe. Was ist euer Highlight aus meiner AliExpress-Bestellung? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare, welches Paar Ohren euch vielleicht auch gefallen hat oder ihr vielleicht auch mal jetzt bestellen wollt bei Ali. Ob ihr euch jetzt traut, bei AliExpress zu bestellen, weil ich weiß, viele trauen sich nicht, weil sie denken, entweder kommt die Bestellung nicht an oder es kommt nur Müll an und zurückschicken bei Ali ist wirklich, also ich würde es keinem empfehlen, irgendwas zurückzuschicken, weil man, glaube ich, dann auch die Versandkosten selbst tragen muss und das dann, glaube ich, super teuer ist und super umständlich. Also ja, traut euch einfach mal was bei Ali zu bestellen. Wie gesagt, die Ohren kann man nichts falsch machen, bei den Stoffen muss ich sagen auch. Bei den Taschen muss man immer mal gucken und ich würde jetzt keine Tasche für 50, 60 Euro bei Ali bestellen, das wäre mir dann wirklich ein zu großes Risiko, dass die Tasche dann einfach hässlich ist und mir das nicht gefällt. Aber ja, also ich hoffe, euch hat dieser Einblick hier in meine AliExpress-Bestellung gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, schreibt auch gerne, ob ich mal wieder irgendwas bei Ali bestellen soll und es euch auch zeigen soll. Und ja, ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.